Guckt euch meinen Skin an. Oh, ist er hübsch. Oh, ist er geil. Würde ich lieber mitmachen. So gut ist der Skin. Right, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Critical Ops. CSGO für Arme oder für Schwache oder für Snacks, wie auch immer. Die letzte Folge kam gut an bei euch. Ihr wolltet ein bisschen mehr sehen? Ich bringe euch ein bisschen mehr. Mal gucken, was wir diesmal reisen können. Wir haben spielen die mal Map Barcelona. Oder Barcelona. Barcelona. Ich wollte gerade richtig cool Spanisch anhören, aber ich kenne den Spanisch. Mino Española. Da versucht einer zusammen Jumpshotten. Come on. Oh, abgehatet. Das war doch mindestens das ist. Ich habe ihn ein bisschen angehatet. Okay, hier rechts war einer. Ich bin mit Pistole ein bisschen arm dran. Da. Ey, dude. Ich habe ihn gehittet, fuck. Und kriege den ersten Death. Schade. So, mit meiner Ork bin ich... Oh, die Affengang ist hier drin. Ape Crime spielt Critical Ops. Hab direkt einen Titel. What's up? Nein, okay. Das Spiel ist immer noch ein bisschen vom... Oh, come on. Hittet mich direkt von da hinten. Oh, der erste Kill. Der erste Kill, danke. Bin doch nicht so schlecht. Oh, ich sehe gerade erst jetzt, dass wir Runde 340 spielen. Ja, warum nicht? Da ist einer. Da, bam, der zweite Kill. Der zweite Kill in der zweiten Runde. Sehr schön. Wir spielen Runde 340. Das heißt, die Map hier geht unendlich lang oder ziemlich lang. Ich weiß, bisschen doof. Dann weiß ich nicht, was ich aufnehmen soll, bis die Runde zu Ende ist. Aber egal, wir spielen einfach ein paar Runden locker flockig. Bisschen Barcelona hier spielen und dann machen wir mucho grande dick. Badab. Zweiter Kill, Headshot. Dritter schon. Dritter Kill. Uiuiuiui. Muss echt aufpassen, dass ich hier nicht abhebe. Da ist noch einer gewesen. Ey, komm mal, den habe ich gehittet. Den habe ich aber gehittet. Da will ich einen Assist für. Mal gucken. Bap. Down. Oh, da hinten war noch einer. Der stand ungemütlich. Den mochte ich nicht. Ich bin mir sicher, ich habe ihn Kopf getroffen. Das war so ein Pixel und ich habe ihn sogar gehittet. Das ist ihn komisch. Und der jumpt direkt rum. Toller Typ. Toller Typ. So, ich kaufe mal eine SG388. Eines der teuersten Rivals hier. Sieht ehrlich gesagt gar nicht so spektakulär aus. Ich gehe mal einen neuen Weg. Ich gehe immer den gleichen Weg. Diesmal gehen wir hier rechts lang. Oh, gut gesmoked, gut gesmoked. Geh hinten durch. Ich mach Sneaky Beaky. Und Sneaky Beaky. Da war einer. Oh, yes. Oh, gute Scheiß Flash, ey. Ich wollte schon gute Flash sagen, aber ich weiß nicht, ob die so gut war. Ich bin fast gestorben. Beim Critical Ops Zocken gestorben, ey. Bam, zweiter Headshot. Oh, sehr schön, sehr schön. In CSGO kriege ich nichts gerissen, aber in Critical Ops bin ich der krasse Shit. Der Typ, der... Oh, man kann Knife angucken. Ah, da sind die Statistiken. Man muss oben auf die Match-Dingens drücken und... Holy Shit, der Xo... Guckt euch den Xorio 2000 an. Wie lange spielt er das? Der hat 200 Kills, der Penner. Hat er nichts anderes zu tun? Der zockt das Ding den ganzen Tag lang. Ich habe keinen Schimmer, das ist eine Sniper. Oh, shit, ich werde so verkacken. Okay, ich habe so eine Autosniper wie aus CSGO. Gut zu wissen. War die teuerste Waffe, die ich bisher in diesem Spiel gekauft habe. Da war einer. Oh, ich habe durch die Wand gekillt. Ich habe Wallbang gemacht. Oh, meine Stimme. Fuck, ich habe einen Wallbang gemacht. Jojo ist am Start im Spiel. Ein Deutscher. Gut. Der Deutsch ist gut. Okay. Oh, die Runde ist vorbei. Schade. Aber ich bin am Leben. Das gefällt mir. Come on. Oh, shit. Russland hat mich gerettet. Und ich bin tot. Fuck. Oh, das waren drei Gegner. Ich hätte die alle haben können, aber ich habe mit der Sniper noch nie gespielt. Der Spray war ein bisschen... Und der ist tot. Kauf mir die nochmal. Die hat mir gefallen. Muss ich nur noch ein bisschen testen. So, schneller. Go, Team. CSGO, richtig ESL. So much wow, so much pros. Come on. Oh, das ist so scheiße mit den Snipers hier. Ja, aber ich habe schon 7 Kills gehabt. Ich habe jetzt bin zweimal doof gestorben. Von daher, ich hätte schon 2, 7, 5 gehabt. Ist okay. Ist okay. Aber dadurch, dass es ein Custom Match ist, ist das hier alles Open Ende. Wie gesagt, ein paar locker flocken rocken. Weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Ich habe einfach irgendwas gesagt. Oh, ich habe einen Assist. Wow, ich habe den gehittet. Nice. Wie Bomb plantet. Wer plantet denn hier eine Bombe, ey? Oh, der hat meine Autosniper. Fuck. Das ist der Typ, der mich gekillt hat. Und der will den nicht. Der will den nicht haben. Autosniper. Er testet erstmal Waffen aus. Der ist gechillt, ey. Ich meine, die Bombe geht in 8 Sekunden hoch, aber... Lass mich erstmal die Waffe testen, Bro. Lass mich erstmal die Waffe testen. Die Terroristen gewinnen, weil das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das fetzt mich jetzt richtig aus den Socken. So, Money wird ein bisschen knapp, aber go. Ich komme langsam mit der Steuerung besser klar. Es ist immer noch sehr viel Krampf in den Händen drin und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, wo ich hier nicht gucken muss, wenn ich irgendwo lang gehe. Okay. Da schon mal nicht. Oder Russland staubt ab. Okay, hier ist keiner. Doch, da hinten ist einer. Boah, ja, sogar auf Reichweite.
Das war präzise. Präzise war das, sage ich euch. Guckt euch meinen Skin an. Oh, ist er hübsch. Oh, ist er geil. Würde ich lieber mitmachen. So gut ist das Skin. Die Map ist so unbalanced, ne? Die Terroristen haben hier nur zwei Ausgänge. Und man kann die hier so gut einkesseln, ey. Hier rechts müsste einer sein. Oder auch nicht. Wie, seid ihr schon alle tot? Wo seid ihr alle? Geht mit euch. Geht mit euch. Guckt euch meinen Skin an. Da war einer. Da war einer. Baba, von hinten. Der Nightblade, was auch immer er vorhatte. Nur noch einer ist am Leben. Guckt euch mein Knife an. Oh, sexy Knife. Sexy Knife. Neue Runde, neues Glück. Lass uns die U-Ration probieren. Das ist die AWP in diesem Spiel, ne? Oh, ich werde so snipen. Ich werde die so umbamsen. Ich werde die so umbamsen. Das glaubt ihr gar nicht. Was meint ihr, wie viele Schüsse kriege ich ab, bevor ich sterbe? 3, 2, 1. Ich sehe nicht mal, wo ich bin. Was ist das? Ach, hier ist gesmoked. Okay. Ich schieße einfach mal. Vielleicht treffe ich ja was. Nee, bisher nichts getroffen. Oh, Wallbang, Wallbang. Alter, der Wagen ist aus Gummi oder so. Ich hab den Kerl gewallbangt. Ich hab einfach blind geschossen. Da ist irgendjemand rumgejumpt gewesen. Guckt euch das an, wie weit er hinten stand. Und boom, hat er umgenietet. Oh, fuck. Die Bombe wurde geblendet. Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Wir sind nur zu zweit. Wir sind nur zu zweit. So, ich gehe links lang, er geht rechts lang. Mal gucken. Ich hab keine Ahnung, wo man sich hier verschanzen kann, wenn man so eine Bombe blendet. So, ich defuse. Ich defuse. Oh, ich defuse, Bitches. Oh, das geht sehr flott. Tada. Ich hab defuse. Ich hab defuse. Oh, ich bin schon geil. Und ich habe sogar Global Elite, ja, der hat's erkannt. Oh, ich habe nicht mal einen Gegner gesehen. Was habe ich hier noch nie ausprobiert? Eine Super 90 Schrotflinte. Die wird super sein. Das steht im Namen. Wenn das im Namen steht, die sieht gar nicht so super aus. Guckt euch die an, die sieht ja total langweilig aus. Dafür, dass sie Super 90 heißt, ist das ernüchternd. Wenn eine Waffe Super 90 heißt, ne, da erwarte ich echt super Dinger. Oh, Long Range Schrotflinten Action. Yeah! Long Range Schrotflinte assisted. Gesistet, ja. Oh, mit der Schrotflinte genatzt. Mit der Schrotflinte genatzt. Alter, die ist so mächtig. Die ist mächtig. Die kann auf Long Range schießen und noch treffen. Das ist so abgefuckt. So, ich bin richtig full bei. Guckt euch das an. Ich habe sogar eine Nate. Ich habe sogar eine Nate. Die wird gleich so hitten. Die wird gleich so fliegen. Oh, flieg und sieg, Bitches. Und flieg. 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 Jojo ist am Start. Ich wichse erstmal alle Granaten raus. Fuck you, fuck you. Bis ich überhaupt zum Schuss komme. Hey, ich bin jetzt zu den Terrors gewechselt. Ha, Winner Team Joiner. Und obwohl ich jetzt bei Terror bin, kann ich immer noch gucken, wie die CT spielen. Das ist Matchmaking in seiner Reihenform. Oh, wir verlieren. Nein, das ist natürlich nur ein Custom-Match. Ist ja kein richtiges Matchmaking. Gibt es noch in diesem Spiel nicht. Aber ich bin jetzt Terror. Gut, ein paar Runden mit Terror können wir machen. Ich weiß jetzt, wie die Counter spielen. Ich weiß, was die wollen. Ich weiß, was die machen werden. Und ich werde es einfach gegen... Ah, knallen. AIDS oder Nades? Eines von beiden. Ach, come on. Jojo. Ich hatte den gerade im Visier. Der war gut in der Schussrichtung. Und ich konnte einfach snacken, aber nee. Diese Steuerung. Oh, das ist so ein Fingerkrampf. So, von links. Jetzt mache ich genau andersrum. Was ich als Counter gemacht habe, mache ich hier genau andersrum. Ob das smart ist, I don't give a shit. Na klar. Na klar, durch Smoke. Aber man sieht die Schüsse durch den Smoke fliegen. Von daher, ja, man kann ungefähr wissen, dass da doch einer steht. Meine Eco ist immer noch beschissen. Was soll das denn? Ich habe doch eine billige Waffe gekauft. Okay, wir kaufen noch billiger. Oho, gesnackt, gesnackt. Und ich krieg eine Schrotflinte. Das ist die Super 90. Oh, fuck you. Sorry, oh ne. Das ist der Kerl mit 200 Kills. Was? Warum hat er 200 Kills? Guckt euch die KD an. Ist die pervers oder was? Das ist 4 zu 0. So, ich habe eine MG. Hab ein bisschen Eco angesammelt. Jetzt wird's gesnackt. Jetzt will ich aber Kills haben. Ich werde wahrscheinlich keinen einzigen bekommen, weil jetzt direkt links einer ankommen wird und blendet mich. Ich baller einfach und sterbe. Dieser fucking Sorione. Aber das war eine Runde Barcelona für Critical Ops. Ich wollte schon fast CSGO sagen, aber ja. Es ist CSGO. Ich habe nur die Grafik-Settings ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock drauf habt, hinterlasst einen weiteren Daumen hoch, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt. Und mehr Flosse. Flop.